Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Warhammer Chaos Bane. Ja, wir sind auf der Suche nach Friedrich Kessler, dessen Spuren wir jetzt folgen sollen. Und beim letzten Mal haben wir ja... Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Warte, gleich! Weiß ich nicht mehr. Wir waren bei dem versteckten Altar, glaube ich, von denen, oder? Ja, stimmt, da war so ein riesiger Giftboss, gegen den wir gekämpft haben und wo wir echt Probleme hatten, wo ich gestorben bin. Ja, jetzt erinnere ich mich, toll. Tolle Erinnerung. Ja, und jetzt heißt es Friedrich Kessler. Okay, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Es wäre schön, wenn wir irgendwelche Techniken haben, die noch unser Leben ein bisschen erhöhen. Beziehungsweise uns ein bisschen Leben dazugeben. Und übrigens spiele ich jetzt Diablo 3. Ich muss das einfach... Den Grindarlake töten. Okay, der verborgene Pfad, Kapitel 1. Grindarlake, ich weiß nicht wer, was... Ich muss mal ganz kurz mal wieder... Das ist das gewesen? Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, was ich für Techniken habe. Ich weiß, dass wir definitiv bald mal Level up müssen. I should wait some more. Und wir unbedingt unsere Fähigkeiten mal ein bisschen aufwerten müssen. Perfection requires patience. Na, er erwischt jetzt immer Doppelkick. So, Feierabend. Ich hasse diese Buff-Leute. Ich freue mich schon, wenn wir vielleicht irgendwann mal nicht mehr mit Gift zu tun haben. Ich hasse Gift wie die Pest. Ich hasse Gift wie die Pest. I know. Was ist das denn für eine Tür? Die Tür führt ja ins Nichts. Das ist ja Wahnsinn. Perfection requires patience. So, und abbrennen. Das heilt uns ja ein bisschen. Stimmt, das war ja das, was heilt. Sehr schön, alle Diamanten hier mitnehmen. Das da mitnehmen, ganz wichtig. Weil für den Bosskampf brauchen wir definitiv wieder sowas. Die kann man so wunderbar umbringen. Ich finde das super, dass wir Feuerschaden haben. Das ist halt wirklich durch das Brennen auf dem Boden, fängt halt jeder an zu brennen. Und dadurch, dass sie dann wieder versuchen, zu uns zu kommen. Jetzt wieder so ein Blutding. Gleich mitnehmen. Gleich mitnehmen. Und dann kommen wir hier oben. Hey. Was machst du? Ist er schon tot? Ich glaube, der ist tot, ja. Kannst ja nicht sehen, ne? Hey, Gold. Und reden kann er sehr viel. Oh, kommt noch ran. Oh, cool, Level up. Phantomklinge. Ehrlich? Nö. Das ist ja jetzt das, was wir... Okay, ich muss mal ganz kurz gucken, weil wir haben jetzt Platz wieder für eine richtige Technik. Und ich hätte gerne mal diesen Arcane-Tornado hier drinne. Den haben wir ja bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gemacht. Der ist vielleicht gar nicht mal so doof. Ich weiß es nicht. Weil es schon wieder eine Taste mehr ist, die wir drücken müssen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Tastenlegastheniker bin in jeglicher Form. Oh, guck mal, die waren noch ganz alleine. Oh, Sünde. Okay, hier oben ist nichts. My magic is not ready. So. Diese kleinen Dinger sind sowieso easy zu erledigen. Ah! Ich weiß nicht, was das da unten ist. I should wait some more.
Perfection requires patience. Blutpunkt können wir noch mitnehmen. Ah, du bist sowas. Haben wir, glaube ich, schon mal gegen gekämpft, oder? Weg, weg, weg. Oh. Ich hab nicht aufgepasst. Wenn ich jetzt gerade zwei habe, das macht mich immer ganz wuschig. Oh, wir stehen drinnen. Das hat gezählt. Oh Mann, ich verrecke gerade am Gift. Abstand. So, oh Gott sei Dank. Verrecken gerade am Gift. Oh Gott sei Dank. Ich hasse Gift. Ich hasse Gift so sehr. So, wir haben ein paar neue Stiefelchen. Ich hasse Gift. Gift ist Kacke. Und wir sind immer noch vergiftet. Holen wir uns damit mal ein bisschen Leben zurück. Eine Klinge. Ganz irgendwas. Das da hier ist auch Leben. Ah, wir kriegen Blutdinger noch voll. Ich hoffe, wir kriegen das vor dem Bosskampf noch voll. Leben holen. So. Gibt leider nicht so viel Leben, dieser Flammenstrahl, aber wenigstens ein bisschen. Ja, ein Gebuffter. Beziehungsweise wieder sowas, ne? Fragment. So. Jetzt können wir uns um den hier einzeln kümmern. Der Tornado ist aber nicht ganz so schnell. Wie diese Kugel. War irgendwas rot leuchtendes. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Kugel war, die in den Boden gefallen ist oder so. Was ist das eigentlich? Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, was ist das eigentlich für ein Geräusch, aber da ist ja so ein fettes Vieh. I should wait some more. Meins. Ah, Gott sei Dank, wir sind voll. Gut. Nichtsdestotrotz möchte ich erstmal gucken, bevor wir das Ding da in der Mitte angreifen. Ups, ich hab's aus Versehen angegriffen. Ja. Wir hätten es einfach ignorieren können. Wir hätten einfach vom Weiten schießen können. Macht nichts, ich will erstmal. Das kleine hier, das Kleinzeug erledigen. Ich hasse Gift. Hier Abstand halten. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Gott sei Dank. Das Mistvieh. Perfection requires patience. Schön anzünden. Es macht auch überhaupt gar keine nervigen Geräusche oder so. Da haben wir auch nochmal Glück. Kacke. My life does not deserve such a sacrifice. Ah!
Scheiße. So Mistvieh. Das holt uns wenigstens Leben wieder. Gott sei Dank. Oh, ich bin froh, dass wir dieses Blutding haben. Ich mag dieses Teil nicht. Das ist so kacke. Kessler Spur folgen. Wieder da so ein Teil. Ich mag das nicht. Weil diese scheiß Gift-AOE-Attacke kann. Nennen wir es Gift-AOE. Keine Ahnung. So, wir sollen aber weiter Kesslers Spur folgen. Also das mal bitte da oben. Oh, guck mal da unten. Das nehmen wir natürlich mit. Weil das nämlich super zur Verteidigung ist. Was ich mal nachgucken wollte. Ach ja, hier waren... Ja, genau, das hatten wir ja schon mal gemacht. Was brauchte ich dafür nochmal, dass ich da nicht... Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin, ne? Brennende Feinde erleiden höheren Schaden, genau. Du hast nicht genügend Upgrade-Begünstigung. Okay. Aber brennende Feinde erleiden höheren Schaden ist echt gut, weil wir halt ständig mit Feuer arbeiten. Und das ist halt echt gut, wenn wir dann... nochmal 20% mehr Schaden machen, ist schon vorteilhaft. Dankeschön. Dankeschön. Besonders gegen so eine Bosskämpfe wie da. Ach, da geht's nur wieder zurück. Geld, 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 Geld. Ja, ich sehe schon, was ihr plant. Ich sehe schon, was ihr plant. Wird wohl nix, wa? Da haben sie sich geplant, zusammen zu wuffeln, ne? Wollte er wieder hingehen? Jetzt immer noch nicht gelernt. Das letzte Mal, wo ich nicht hingegangen bin, war alles nur Zufall gewesen. Eine Truhe. Hallo, ich loote gerade, bitte lass mich. Meins. Ich frag mich, ob es. Oh, ein einfaches Amulett. Ich glaube aber, wir haben ein goldenes Amulett, ne? Beziehungsweise ein gelbes. Ein paar geilere Gegenstände wären echt cool. Aber wenn ich auch dafür müsste ich auf sehr schwer stellen und sehr schwer ist. Sehr schwer halt. Meins. Meins, 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 alles meins. Meins. Naja, brennen wir nieder. Pum. Ich weiß nicht, wo es lang geht, aber wir teleportieren uns einfach mal. I should wait some more. Gut, in die falsche Richtung laufen ist immer gut. Das bedeutet, dass wir das nämlich fertig haben. Verfluchte Kanalisation. Meins, 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 meins. So super. Meins. Meins. Ah, zu spät. Ach, Mann. Das hätte uns wenigstens schon mal das gegeben.
Hey, hey, Kumpel, hey, Kumpel, hey, Kumpel. I should wait some more. Ja, wieder mal raus, danke. Auf der anderen Seite war eine Kiste, habe ich nicht gesehen. Oh, nee, so ein Gebuffter. Geh weg. Wollte natürlich nur das Geld haben. Perfection requires patience. Magic is not ready yet. Ja, muss er das eigentlich ständig sagen? Das ist ja furchtbar. Ständig erzählt er mir, dass seine scheiß Magiefeld nicht fertig ist. Wenn ich eine Taste drücke. Mach doch nicht Doppelklick. Andere Seite gehen wir natürlich auch noch. Erstmal können wir ja hier sogar zusammen sammeln. Kommt, kommt meine Freunde, kommt meine Freunde. Eins. Ah, fast vollständig. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Nur noch einmal so eine Blutkugel finden, dann haben wir es. Es wäre schön, wenn wir das nur vor dem Bosskampf finden. Weil es halt im Bosskampf echt hilft, wenn wir sowas machen. Nicht, dass wir gleich schon gegen Friedrich Kessler oder so kämpfen müssen und... Ja. Okay, da sammle ich erstmal ganz kurz. Oh, Alter, gebufft. Das ist nicht gut. Sammle ich aber nicht gut dann. Perfection requires patience. So, das hinten lassen wir mal ein bisschen rumwuseln. Meins, meins, meins! Ah, oh, gut. Oh. Hier stehe ich nicht gut. Hier stehe ich absolut nicht gut. Hier stehe ich nicht gut. Weg. Requires patience. My magic is not ready yet. Oh, Gift, ey. Ich nehm mir mal kurz meinen Heiltrank, damit er schon mal weggemacht ist. Wir sind auf das Zauberding da. Willst du ein bisschen sterben? Danke. Oh, guck mal, der Kleine, der will auch sterben. So süß. Irgendetwas Böses? Irgendetwas, was uns wehtun will? Irgendetwas? Irgendetwas abgrundtief Gemeines? Nein? Oh, ja, Glück gehabt. Wir behalten aber dieses Blut, Blutdurst, oder? Ich hoffe es. Das wäre doof, wenn nicht. So, lebenstechnisch geht es uns gut. Drei dieser Viecher, ey. Should conserve my energy. Die Tornados sind ganz cool, weil die so langsam gehen. Nein, ich wollte gerade ausweichen. My magic is not ready yet.
Halt, Abstand, Abstand, aua. Was ist das denn? Die Klinge kommt ja trotzdem, dieser Arm kommt ja trotzdem hoch, auch wenn er schon tot ist. Hey, die drei haben wir ziemlich gut erledigt. Naja, solange so schmale Räume sind und wir halt 1 Million Tornados losjagen können, ist halt echt vorteilhaft. Und die mussten sich jetzt alle da durchdrängen. Easy. Da oben geht's weiter. Ich sehe schon das Ausrufungszeichen. Randale. Ich wollte das randalieren. So, wir haben L2. Wir sind geheilt. Unser Heiltränk ist auch wieder da. Gehen trotzdem nochmal auf die andere Seite. Oh, fette Kiste. Meine fette Kiste. Falls wir jetzt zu irgendetwas kommen oder ob wir jetzt rauskommen, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber da kommt jetzt noch irgendein Bosskampf. Hier ist der Weg, der leads to Kessler's Lair. Ich muss return to the High Law Master with news. Okay, wir gehen also zurück. Wir gehen nicht tiefer rein, wir gehen zurück. Okay.